Man würde SML, Spieltag 7, glaube ich. Oder 6, 7, keine Ahnung. Ja, ich glaube, sieben, Kamas oder? Oder, hallo, ja. Ja, wir stehen 3-3. Ja. Moin, Servus, moin. Nach einem sehr geilen letzten Spieltag. In dem mal was aufgegangen ist. Und im noch geileren Crazy. Starset-Konzert. Alter, tut immer noch ein bisschen der Hals weh, so, ne? Ja, also nach einer Woche später, was ist mit dir los? Jo, auf jeden Fall, es ist mal wieder Sonntag. So wie eigentlich fast immer, wenn wir SML aufnehmen. Und ja, wir stellen noch mal kurz das Team vor, so wie immer, bevor wir in den Kampf reinstehen. Ich sollte vielleicht noch kurz den Account wechseln. Und du fängst schon mal an mit Rages, würde ich sagen. Jawohl, also Redshire ist ziemlich gut in dem Matchup. Wir haben Ice Sleep Red Du Rest Sleep lächelst, Talk. du hast ein bisschen geleckt. Was soll ich nochmal sagen? Soll ich nochmal anfangen? Ja, mach nochmal. Schneid mal raus. Nee. Ice Beam Focus Blast, Sleep Talk und Rest. Stand ganz gutes Set gegen die, macht extrem viel Work, ziemlich schneller als viele Mons, weil die viele Mons weniger Base Speed haben, je nachdem, ob die Speed creepen auf uns oder nicht. Macht ziemlich viel Damage mit Modest. Chopper Berry ist für Dradigon Superpower, weil das einzige ist, was Dradigon uns killen kann, wenn es Choice Band ist. Ansonsten kann es überhaupt nicht killen. Ja, Full HP, die 204 und die 56 Speed, wie gesagt, bisschen Anti-Speed creepen. Und ja, der Eisberg Eduardo, klasse Typ. Jo, dann war die Pollen-Petra, das ist einfach mal wie so ein typisches Fist-Dev-Eldegoss. Mit Leech Seed, Protid, Rapid Spin und Yardrain. Diesmal leider kein Jetpack, das war zu insane, das kann man nicht jedes Mal spielen. Man muss sagen, das Einzige, was in Leech Seed reinkommt, theoretisch Pollenpuff haben und das wollte ich halt überhaupt nicht, von daher ist Du hast mich jetzt schon wieder geleckt. nice. Die haben Kokowai als Leech Seed Switch-In und wir könnten theoretisch eine Käferattacke haben und das mögen die nicht, von daher ist das Set geil. Okay. Jo, dann haben wir als nächstes dann das Gute Electros. alte Ampere Annegret. Nennt Kramkanbauer. Lol. diesmal nicht Swordfest wie sonst immer, Scheiße, wie sondern können wir nur? bisschen diesmal physisch mit bisschen Death Investment, bisschen die Speed ist genauso wie bei Red Eyes, weil sie Speed creepen wollen. Full HP, wir haben 24 Death für Dradigon, falls wir auf plus 1 sind, kann der uns mit Erdbeben nicht Turret KO'n, wenn der Moldbreaker hat und er kann uns auch nicht Free-Hit KO'n mit Outrage. Ja, Knockoff Thunder Punch macht extrem viel Work, weil wir uns gegen so ziemlich viel setupen können. Rest, Ja. Chesto für einmal wieder hoch. Ja. Jo, dann haben wir hier den Exen Eberhard mit dem guten Evolith. Ja. Drain Punch, Dragon Tail, also das ist wie so ein typisches Fist of Hakamo. Das ist einfach Drain Punch, Dragon Tail scheint mir eigentlich immer auf den Ding. Der Toxic, weil man hat so ein paar Monster, die man immer Toxic haben will, so Chardrago, das Snubbilicat, Groink vielleicht auch mal. Und ja, kann man auch reintoxen. Protect zum Scouten, ja. Und vor Genau. allem auch bei Outrages und sowas. Wenn man da mal was abfangen muss. Genau, können wir auch mal gucken. Dann Das ist ja, was wir doch Rettner. kurz davor geändert haben. Und welches einmal wollen wir jetzt Ja. eigentlich auf dem Spielen? Weil ich habe jetzt noch die Protective Ich Pets drauf. habe ich vergessen zu sagen, ich habe eine Stoneblade mit. Okay. Genau. Sub-SD mit Stone Edge Liquidation können wir. Und dann, was spielen wir an Shell Armor? Das muss nicht gecrittet werden, weil wir brauchen ja eigentlich keinen Strong Jaw, oder? Ja, können wir. Ja, können wir theoretisch stellen. Ich dachte, dass wir das theoretisch spielen, ja. Das gute Item. Ja, wir können uns gegen ziemlich viel setupen. SD auf den Switch, Substitute, falls er uns will und wisst, zum Beispiel. Ja, Stone Edge, Liquidation treffen wir alles mindestens neutral. Genau, und er macht halt wieder Boom Aua. Und dann noch Mawile, ein wunderschönes Set. Life Orb, Sheer Force, Self Lock, Ice Beam, Flash Cannon, Dark Pulse. Ja. Sag mal, so mit 55 Bird, der ist nicht alles komplett weg, aber ein paar Sachen kann der schon wegböllern, so ist nicht. Also Weezing stirbt einfach, wenn der nicht komplett bedeutet Ich ist. sag, ein paar Sachen kannst du wegböllern, ein paar nicht. Jetzt ist übrigens lustig, Genau. wie 164 EVs drin, so auch Pluswesen, ist aber trotzdem nicht mehr als die Dev. Ja.
Aber der macht auch mindestens 70% gegen Bloody Golok. Einfach mit Ice Beam ist auch geil. Und wir können theoretisch Golok flinchen mit Dark Pulse. Easy. Wait. Sheer Force flinchen, hä? Stimmt, scheiße. Egal. Schneid mal raus. Ja, easy. Okay, los geht's. Hast du schon einen Schall drin, oder? Ja. Challenge jetzt. Okay. Waiting for Podrockers. Gen 8 Custom-Game. Custom-Game. Cancel. So, mal schauen, was diesmal abgeht. Mal schauen, was sie dabei haben. Ich hoffe, kein Stability-Cat. Schade. Lol, aber Golok ist nicht dabei. Lol. Louis. Brenta. Gar Problem einfach. How? Und why? Aber ich sehe jetzt schon, dass Regice echt krank wird. Die haben halt ausgenommen von Polenta nur ein physisches Mann dabei. Ja. Und ich glaube, Polenta macht jetzt nicht so viel gegen Annegret, oder? Und die haben tatsächlich Glacian dabei, okay. Jo, der wird halt böllern. So, dann einfach mit der Bisswärterin. Wir haben Regice. So, der kann auch so einfach so ein Reset sein. Könnte ich mir vorstellen. Der könnte auch so Wish sein, Glacian einfach. Ein bisschen. Ah ja, stimmt, das hat ja nicht mehr so wenig KP, ne? Weil wir hatten das. Auch generell. Ja, 65, okay. So. Aber einmal noch kurz, bevor wir hier anfangen. Achso, ja, stimmt, ich wollte ja. So, einfach mit der Bissbärlerin. Alter, what the fuck hast du da jetzt Icon drin, Alter? What the fuck? Achso, ja. Ach du meinst, das Lysamine. Als Anigo. Ja. Lysamines Anigo-Cosplay, lol. So, was denkst du? Ich könnte mir vorstellen, dass die mit Dradigon oder mit Persian leaden. Also die haben auch keinen anderen Rocker, das heißt, Dradigon wird wahrscheinlich nicht Choice-Ban sein. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, das kann sehr gut sein. Auf einmal mit Mauerin oder ich weiß ja nicht. Wir könnten auch mit. Alter, der ist der Potschmackers. Potschmackers. Wir könnten auch mit Electros leaden, I guess. Könnte man machen. Gegen. Wir könnten aber auch mit Eldegoss einfach leaden und erstmal rumziehen, weil wir einfach free seeden können. Wir könnten aber auch theoretisch mit Dings hier. Leaden mit Smogmog ist auch nicht so cool. Wollen wir wirklich mit Mobile? Ja, ich werde mal voll dabei. Okay. Dann machen wir Mobile, oder? Jo. Der macht halt auch richtig viel, ne? Gegen so ziemlich alles, was die dabei haben. Die Sache ist, mir hör auf, ich habe mir noch keinen Kotomi gezüchtet, aber wenn ich mir eins mache, was sie wie die Queen heißen. Aber nur wegen dem Afro. Achso, ja. Sollen wir auch mal Ice Beam drücken? Könnten wir theoretisch. Der wird halt rocken. Ne? Ja. Er hat definitiv schon einen Mode Break, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach schon ein wegen Electros ist. Genau. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die haben definitiv Erdbeben. Erdbeben Rocks eine Dragon Attack, safe. Ja, gehe ich mit. Erdbeben Rocks Dragon. Könnte mir vielleicht noch Fire Punch oder sowas vorstellen? Möglicherweise. Wir sind sehr wahrscheinlich schneller. Ja. Wie macht Ice Beam so auf Full HP? Ice Beam macht 70% auf Full HP. Ich kann es nochmal
Jurdigon reintun in your defensive gegen. Okay. Wir machen. Oh, der hier ist Spidef. Dann machen wir mal hier das und. Impisch. Na gut, wir machen nicht ganz so viel. Wir machen 58 bis 68. Und er macht uns, wenn er defensive ist, 72-86% mit Earthquake. Okay. Also tierisch Leben war er, ne? Aber der hat Bedroher nicht gesehen. Der weiß, dass wir Bedroher sind. Wäre ich denn doch einfach so, fuck, die sind einfach. Dachten wir haben irgendwas mit Texting, wenn man jetzt spielen, die einfach Scheren macht. Wir haben das Ding. Was ist denn, wenn wir physisch sind? Und Play Rogen. Ja, Play Rough. Der wird wahrscheinlich safe killen. Ich guck mal, wenn wir physisch sind. Jetzt machen wir mal Adamant. Gucken wir einfach mal. Live. Orb. Sheer Force. Play Rough. Also der böllert den um, selbst wenn der Fist Def ist. Also 37%. Könnt mir vorstellen, dass die Angst haben. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Soll einfach mal. Oder einfach Ice Beam. Ich treffe Ice Beam auf Glacian nochmal effektiv. Ja. Und Radigan auf Low nehme ich halt auch mit. Okay, komm, dann drücken wir Ice Beam. Könnte halt einfach sein, dass unser First Turn stirbt. Fett, fett. Aber dann haben die keine Max, wenn er stirbt. Ja. Gut, mach mal. Warum hast du eigentlich einen Blizzard draufgepackt? Der kann ich killen. Auch bei Full HP. Nee. Okay, Weezing. Und da kannst du direkt richtig. Jetzt Flash Cannon, oder? Der wird auch kaum schneller sein als wir. Also Flash Cannon haben sie nicht wirklich so, die Switch-Ins, du. Ich seh's. Der sieht jetzt, dass wir Life Orb Sheer Force sind, wahrscheinlich. Ja. Und er weiß, dass wir Flash Cannon haben und wird zu 100% nicht drin bleiben. Ich sehe Groink reinkommen, dann drücken wir einfach Dark Pulse. Alter, wir können einfach. Wollen wir jetzt rocken? Ich habe jetzt Angst vor einem Fireblast oder habe ich halt echt nicht Bock zu fressen. Wenn die sich jetzt so denken, jo, vielleicht tanken wir noch irgendwie was, vielleicht haben wir doch nur Ice Beam oder so zum Attacken dabei, probieren wir es mal mit dem Fireblast, wirst du vielleicht noch gekillt bekommen. Ja, genau. Warum denken die auf jeden Fall jetzt? Nee, ich meine, wenn die es ja jetzt einfach throwen wollen. Also, Flamethrower macht 68 bis 85 und Fire to the Blast. Der killt uns nicht, der macht maximal 99,6, hab ich mal extra so ausgelegt, Kappa. Nee, weiß ich nicht, ob ich das so habe. Wusste ich, dass du es so weitest. Aber die haben halt auch kein Switch an den Flash Cannon, so wirklich. Ja, deswegen. Ich will halt eher Flash Cannon drücken. Okay. Okay. Alter. Killt Dark Pulse auf der Range? Ja, oder? Ich guck mal. Das ist ein Crumpick. Ja. Wie viel haben wir gemacht? Wir haben 40% gemacht. Also, der könnte kein. Was? Moment. Achso, da ist eine Kolbo-Berry drin. 51-61% können wir machen, wenn der kein KP hat. Okay. Wie viel, also, was genau ist der Flash? Der ist mit nach der Flash. Hat der einfach kein KP oder was? Der hat kein KP, so ziemlich. Okay. Der ist offen. Also. Wollen wir Dingsen einfach? Einfach Dark Pulse. Also, na gut, der wird jetzt, schneller sein als wir. Was will er drücken? CM. Ja, und danach? Nein, kann vielleicht Rest, weiß nicht. Und ja, das ist halt, was willst du jetzt gerade groß reinwerfen? Was ist denn jetzt groß reinwerfen? Nix. Wollen wir Dark Pulse drücken? Also der macht uns. Offensiv ist 60-73% mit Focus Blast. Ja. Psychic, 5, der macht halt im Prinzip übel viel. Holy shit. Einfach
Mal bei OP. Dark Pills, go. Okay, komm. Vielleicht killt's ja auch einfach und wir kriegen eine Hyrule des Todes. Watch mal was will. Also 61 bis 61,4%. Okay, und Dark Pills, ich mach mal jetzt noch 36. Wikibeere, okay. Kannst du kurz mal eine Storage von Dreadnought kalken? Weil wir wahrscheinlich schneller sind, ne? Nee. Der ist schneller als wir. Ah, das finde ich halt echt nicht geil so. Also Stone Age würde halt safe killen, ne? Ja klar, aber wenn der sich jetzt nochmal setupt, weil er weiß, was lebt, dann weiß ich nicht, ob so ein Focus Blast dann so das ist, was ich fressen will. Übrigens, du hast übrigens vergessen, mir die Strongjaw abzuhören. Jetzt hat er sich noch Strongjaw oder Dreadnought. Ja gut, egal. So, war Electros und auch mal Knockoffen. Oh, der Wikibeere eh weg, ich bin blöd. Ah, ich finde es ja echt nicht cool, ne? Also der kann uns halt killen mit Focus Blast, aber halt nur mit Focus Blast. Was hat er denn sonst? Wenn er keinen Focus Blast haben sollte. CM? Ja. Na, der hat Psychic Attack. Na, der wird Focus Blast haben. Eben. Wenn der Psychic hat. So, aber wen Eldegoss soll den erstmal seeden? Weil er keine Recovery wahrscheinlich, wenn er schon mit Wikibeere spielt. Könnten wir. Also wir leben, wenn der jetzt nicht Life Orb oder sowas ist, dann hat er auch halt nicht, der hat Wikibeere. Ja stimmt, nevermind. Wir leben halt eine Kombination aus Psychic und Blast. Vor allem nach Leftovers. Wollen wir? Ja. Ich will Eldegoss einfach seeden. Okay. Shadow Ball, okay. Einfach die Cheats, go. Das Ding ist so bulky, holy shit, Alter. Warum ist Pollenprieder so unfassbar bulky? Oh Junge, hätten wir einfach First Turn Dings gedrückt. Hätten wir einfach First Turn. Ich hab da mit dem Gedanken habe ich kurz gespielt, einfach Flash Cannon. Einfach Weezing komplett gar nicht. Wäre schon geil gewesen. Ja. Hätten wir gegen Weezing einfach Dark Pulse gedrückt. Ja. Auf First Turn Flash Hand wäre schon fett gewesen. Jo, das stimmt. Well, die, halt die haben keinen Focus Blast, die haben nur Dark Pool, Shadow Ball. Ja, aber wieso dürfen sie jetzt keinen Focus Blast haben? Was haben wir als Viertes dann? Vielleicht T-Bolt oder sowas? Weißt du, wenn sie jetzt auf Psychic haben, dann müssen sie noch irgendwas machen mit dem. Also, die müssen eigentlich doch Focus Blast spielen. Wenn sie jetzt auf Psychic Move spielen, haben sie nichts, was sie Gigalax getroffen hätten. Na, dann haben sie vielleicht was für Geradax oder so. Ja, Focus Blast haben wahrscheinlich. Oder wollten sie sich nicht auf Focus Blast? Aber dann hätten sie es doch jetzt gedrückt. Hä, hey, why? Wenn sie. Die wollen wahrscheinlich einfach nur safe hitten. Aber. Ja, gut, kann sein. What you gonna do now? Bad pick. What you gonna do? What the fuck, der kann Ice Beam. Das war schon ein bisschen geflasht, der Junge. Okay. So, gesealed ist der Junge. Wollen wir einfach nochmal seeden? Können wir legit machen. Es spricht halt nichts dagegen, weil wir Regenerator haben, ne? Und deswegen kann jetzt kein Signal Beam mehr haben, diese Gen, deswegen. Ja, machen wir nochmal. Einfach nochmal seeden. Mit Petra einfach keinen Fick drauf geben. Alter. Du bist denn schon krasse Ficker. Ja. Jetzt. Virgiles. Ich denke mal, die werden Dingsen jetzt. Wischen. Wollen wir in Morwell gehen?
Können wir machen. Na gut, das ist halt, wir wissen halt noch nichts über. Ne? Lass erstmal. Ja, Alphabet heißt, würde ich sagen, oder? Jo. Regize. Wie viel hatten Crumpig noch? 44. Hyper Voices of Yola. So, was machen die jetzt? Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der Wish hat und Grumpig hochbekommen will. Mir auch gut vorstellen, aber ja. Wie, es ist Ich halt die meine, Sache, ja, die Sache bei Grumpig ist halt jetzt, der hat halt keine Recovery mehr. In keinster Weise. ich hab halt echt Bock in Morwell zu gehen, ne? Ja, No joke. wäre ich auch da. Aber Wollen wir es tun? so ein 100, ich will trotzdem keinen 130er Shadow Ball so auf Mobile fressen, weil ich da, der tut halt schon weh, ne? Ja, aber I guess. Ich will ja erstmal Trotzdem. kurz mit Regice scouten, danach können wir Ich will den wirken. nicht wieder voll kriegen. Sind halt auch wieder. Ich will dieses Grumpig nicht vorliegen lassen. Mal so einfach. Ja, ich würde es wirklich tun, weil wir kriegen jetzt auch noch ein bisschen Leftovers. Ein bisschen. Wie heißt's? Dingens. Okay, Ui. okay. Okay. Einfach Icebeam? Nee, der tötet uns. Hä? Hat davon gekalkt, dass er uns nicht killt, oder? Ja, ein defensives. Ah. Ein offensives schon. Hä, woher willst du das wissen, dass der, woher willst du das wissen, dass der offensiv ist? Nee. Ich will es aber jetzt nicht abwerfen, du, ne? Ja, same. Ja, aber was drückt man jetzt? Wieder Edelgoss oder was? Das ist. Ja, gut. Ja gut, lass Icebeam, oder? Jo. Einfach Damage auf den noch drauf bekommen, falls er uns jetzt killen will. Jo. Also schneller als der, als wir ist er auf jeden Fall nicht. Also er kann, wenn er Fullspeed ist, aber ich hoffe nicht, dass es ist. Okay. Ui, saftig. Freeze! Citrus Berry. Aua. Okay, das haben wir getan. Freeze, oder? Ja, war fast der Freeze. Jo. Er ist ja noch Offense, ne? Oder wollen wir einfach in Electros gehen? Und keulen auf dem? Kannst diese Aussage einfach mal überdenken? Dass auf den Dradien keulen willst? Warum? Der killt uns nicht. Ich Gut, meine ja. gerade, was sind meine noch Keulen? Sich einen Keulen. Ich keul mir Schon mal einen, ja. gehört. Ja, meine ich gerade. Oh, ja, Junge. Junge. Direkt demonetarisiert. Ja. Ich habe jetzt übrigens die 50 Abos erreicht. Leute, 50 Abos, danke. Also nebenbei. So, was genau machen wir jetzt? Wir Irgendwie, könnten ich sehe gerade. Regice gehen, wir können aber auch Eldegoss gehen. Ich sehe gerade Eldegoss. Einfach nochmal eine Runde seeden. Können wir machen. Einfach scouten, wie viel er uns macht. Können wir protecten, können wir ein bisschen runtergehen lassen. Wenn es doch zu viel geht, gehen wir mit Regenerator raus, fertig. Ja. Genau.
einfach Lizis. Einfach sehen, einfach sehen. Einfach sehen, sehen, sehen. Übrigens, wir reden nicht drüber, dass du in Mobile gehen wolltest, ne? Wir reden nicht drüber, dass du gerade um in Mobile gehen wolltest. Ey, der hat ein bisschen Damage gemacht. Ich bin schon stolz auf den. Ja, also deshalb will ich da. Wie viel? Der hat 3 Mons auf Hälfte ohne gedrückt oder auf fast Hälfte. Ja, und der hat 2 Bären genommen. 2 Bären einfach weggefuttert. Mit seinem riesen Kiefer. Warum sieht eigentlich die obere Hälfte von dem Lusamin-Ding eher aus wie ein Hoxer als wie ein Nego? Was? Wie, sieht aus wie was? Sieht eher aus wie ein Hoxer als wie ein Nego. Hey, das ist doch in dieser ja, Blase ja. Drin. Was sieht es mehr aus wie ein Tentoxa als wie ein Anego? Okay. Der hat uns geklärt, die Sau. Hat sich geklärt, der Junge. Der ist wirklich radikal, wir uns klären hier. So, was hat denn der denn jetzt noch? Der hat dann eigentlich wahrscheinlich noch einen Dragon Move. Und vielleicht Rocks. Ja, aber höchstwahrscheinlich. Mittlerweile hätte ich auch safe schon gerockt. Naja, aber warum sollte der denn gegen Eldegoss rocken? Oder er weiß, dass das unser Spit. Stimmt auch wieder. Aber so allgemein. So. So, dann wollen wir Magia drehen. Kann man machen, ja. Glacian. Magia drehen. Okay. Was hat er für ein Investment? Wir haben. Der ist wahrscheinlich komplett Spedef, möglicherweise. Also auf jeden Fall Spedef. Okay. Guck mal das. Ja, 15-17%. Okay. So ein Red Eyes? Ja, macht uns 65-76 mit Ice Beam. Okay, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ah, theoretisch bekommen wir durch Seeds wieder, dann kann man auswechseln. Weiß nicht. Ja, wir sind eh parat. Wollen wir einen Regis? Ja, ich meine ja gerade, dass wir an einen Regis gehen. Vor allem mit Ice Beam halt auch fast alles treffen, das ist halt das Geile dran. Wir haben ja gerade eben bei Mobile gesehen, was so ein Ice Beam Art machen kann. Problem ist halt dieses Grumpig, ne? Das nervt mich ein bisschen. Wie viel machen wir die mit dem normalen Ice Beam jetzt? Nicht so viel. Aber wie gesagt, der hat aktuell keinen Recovery mehr. Der kann vielleicht gerade noch einmal Setup machen, nachher ist der neue auch down. Wenn der irgendwie rein switchen muss. Oh. Focus Blast macht 18%. Stark. Also Red Eyes? Ja, Red Eyes. Oh. Das ist nicht so schlimm. Ja. Ja, schon, wir haben ja Rest Talk. Aber Focus Blasten. Müssen wir Ice Beam. Toxic. Können Focus Blast drücken, theoretisch. Oder eben Ice Beam, weil ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie mit Glacian drin bleiben will dagegen. Ich seh die eigentlich hart schon rausgehen. Oder protecten. Ja. Was ist dann der große Unterschied, ob wir auf Ice Beam oder auf Focus Blast gehen? Wenn er eh protected. Ich will auf Ice Beam gehen. Okay. Mal Sommer? Kann man machen.
Wir hätten bis Bertha nicht wegwerfen sollen. Wir hätten einfach in Eldegoss gehen sollen. Ja. Das war ein bisschen unlucky so. Jo. Wobei sie wie unlucky ist, nur dumm. Ich sehe Parallelen zum ersten Kampf. Ein paar Parallelen. Es ist so ruhig. Ruhe vor dem Sturm. Ah. Kann ich irgendwas, Hurricane? Okay, ich mach mal. Electros. Würde ich jetzt aber mal sagen. Wir können ihn jetzt theoretisch auch eigentlich mitnehmen. Okay. Der ist halt low genug dafür. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Dings Energy Ball für Kamalm haben. Ja, eben, wenn Kamal ein bisschen mehr invested wäre, würde ich jetzt in den reingehen, aber das ist mir dann doch ein bisschen arg wenig. Habe ich dann schon ein bisschen Angst, dass die jetzt vielleicht irgendwie Full Speed sind. Weil wer meint ist, dass die kein Special Investment haben und sowas und auch keine HP, glaub, ne? Nee, haben sie nicht. Okay, also Electros, go. Warum haben die denn Spukball dabei? Frage ich mich gerade. Wahrscheinlich, Wait Flitiamo haben wir da, Traummagie, vor allem Traummagie, weil das halt Schwätze-technisch ganz gut dabei ist. Was haben wir denn noch? Flitiamo kann ich mir vorstellen, weil die halt nur Energieball und Dings haben. Aber Thunder Punch, oder? Oh, Locken. Der hat eh kein Item mehr, heißt Thunder Punch wahrscheinlich. Ja, dann, ja, aber Knock kriegt der trotzdem auch und dann, ja, wenn der wechselt, schon. Können wir noch. Stimmt, ja. Knock off, go. Und Justify hat ja nichts von denen. Jo. Jetzt so Porenta hat wirklich doch Justify, das wär's jetzt. Na gut, dann lass Thunder punchen, oder? Nee, der hat ja kein Justify. Der hat, weißt du mal, Felsenfest und Drauflust. Ach, das Steadfest und Scrappy, ja. Loyal United hat gegen City gewonnen. Schon gesehen. Krank. Was, ist 1-0 geblieben, oder? Ja, 1-0 geblieben. Durch wen war es? Igalo? Martial, 30. Jetzt spielt gerade Juve gegen Inter. Schön im Video noch über Fußball reden. Muss so. Wenn wir gerade jetzt warten müssen. So, hier machten uns Psychokinese eigentlich. 3. Nächstes Jahr 2-0. Oder hä? Mit dem Leipziger steht 2-0. Haben wir ja noch ein Tor gemacht in der 90. oder so. Okay. Keine Ahnung, weil es lustig ist, bei mir steht gerade hier im Live-Ticker drin, dass ein Tor, das eben das Tor von Martial ist. Und da steht kein zweites Tor, aber irgendwie steht da, dass ich 2 Tore gemacht habe. Dass 2-0 steht. Auf jeden Fall, wir haben das Ding jetzt genockt. T-Punch da. Jo. Ist die Sache.
Ich tune jetzt oder ich tune nicht? Ich denke schon, dass die EQen. Wollen wir coilen? Kappa. Erst, ja. Warte mal, also ich guck mal. Das ist ein Vertigon. Wenn der nicht. Wenn und, der hat, nur und hat einen Mauer gewonshottet. Kannst du einen Kalk mit reinnehmen? Ja, also. Also der wird. Der ist einfach full KP. Der ist bestimmt. Full KP, Full Attack einfach, oder? Also es ist möglich, dass er Full Attack hat, weil sonst hätte er es nicht gekillt, das Maul. Aber das Full KP, wir können theoretisch, wenn wir jetzt plus 1 Death gehen, macht EQ 252 Adamant. Upsala. 42 bis 49. Und wenn der Full KP ist, sind wir schneller. Was bringt es dann, wenn wir fast tot sind? Wir sind noch nicht fast tot, wir haben noch 50%. Ich habe mir gerade, dass wir noch langsamer wären, das Fahrrad irgendwie ein bisschen braindead unterwegs hier. Jo, dann callen wir eine Runde, oder wie? Ja, und dann drücken wir nochmal Knock auf. Soll ich mal das Thunder Punch jetzt? Kita, kann der Thunder Punch jetzt killen, oder? Nö. Okay, also Knock offen. Naja, er kann killen, aber es ist halt ein Roll. Mehr so Knockoffen, ja. Ja. Ich rieche 1 Kill für uns. Hoffe ich. Nee, jetzt einfach so das 97% Dreading, was langsamer ist als alles. Beiden setzen noch. Speed-Tie, Erdbeben-Crit. Muss halt schon sagen, wie das. Dadurch, dass wir halt noch das Chest Arrest so haben, gefällt mir das. Finde ich halt echt gut, das Zapplerang. Mhm. Wobei ich halt sagen muss, dass mir in dem Matchup hier allgemein fast. Wobei, da ist ja noch dieses Smogmog. Aber wenn Smogmog nicht da wäre, würde mir gerade ein Drain Punch oder Thunder Punch sehr gut gefallen. Ja. Einfach so gegen Glacian einfach mal Drain Punchen. Wäre vielleicht auch cooler jetzt als Knockoff, ja. Theoretisch, ne? Aber ja, aber. Machst du nix? Ja, wollte ich ja sagen, machst du nix. Wie viel der uns macht? 3 Milliarden, 7. Nee, 27 bis 32 Prozent. Mit was? Mit Strange Steam. Wie viel stärker hat denn der Move? 95? 90. Ja, okay, wenn das auch stärkste. Oder Touchwave hat, glaube ich, 95, wäre wahrscheinlich dann das stärkste, was der machen könnte. Ja, aber das macht nicht mehr. Also wobei ich gar nicht weiß, kann das Singer auf Touchwave? Ich glaube schon. Weil ich glaube, dass Singer das normale Smogmog das nicht kann. Muss mal schauen. Kann der Schuttgewabe? Ja, okay, kann Schuttgewabe. Okay. Die Ula ist Schuttgewabe. Ja, auch Knuddler. Ui. Das ist ja wirklich so, hab ich jetzt erst beim, letztens beim Teambilden gemerkt, das Ding hat mehr Attack als Spätz Attack, das wusste ich irgendwie so gar nicht. ey, wie war das Ding? Assault Vest. Das heißt, die haben nur Attacks. Ja. U-Turn. Wahrscheinlich Dark Pulse. Dann fällt noch irgendwie Power Game oder so. Und Donnerblitz. Wollen wir resten? Können wir eigentlich mal machen. Oder wollen wir. Eldeko ist auch doof. Aber der kann halt Play Rough haben, theoretisch. Ja. Für. Ich werde mal rein resten. Wenn wir vielleicht mal wissen, ob das Ding physisch oder speziell ist. Und wir wieder voll, wenn wir wieder voll sind danach. Wir leben einen Hit. Ja, wahrscheinlich. Ja. Physisch, von einem physischen Save, von einem speziellen, würde ich sagen. Bevor du drückst. Weil ich hab dann auch nur 65 Spätz Attack oder so, oder? Er hat auch eigentlich nicht so geile Offensivsets, weil ich im Kopf habe, oder? 75 hat er. Weil ich meine, wo ich mir meine Lulax Nobedic hat in seinem Mund gezüchtet habe, das Ding hat er nicht so geile Offensivsets. Das weiß ich noch. Aber der hat auf keinen Fall Fear Code, ne? Warum nicht?
Nicht, das Dark King, der ist ein Z-Wolf drin, Leute. Machen wir mal das. Hey, warum willst du sagen, dass der halt einen Furcode hat? Weil wir sonst. Na gut, der, wenn, oder der ist komplett offensiv und wir haben eine High Road. Richtig große. Okay. Schon auch wieder. Haben wir schon physisch gehittet. Dann. Rest. Go. Rest it in. V-Play, okay. Sag was. T-Punchen? Ja, einfach T-Punchen. Warte mal, ich guck mal gucken, wenn der Foulplay. Sache ist halt, wenn wir, wenn er bei V-Play ist, halt die Sache, der macht uns nicht auch viel mehr, wenn wir das mal callen würden. Ja, aber wir würden halt einfach Damage. Wir würden halt einfach Damage fressen für nichts. Ja. Macht uns halt nicht mehr. Eben. Also T-Punchen einfach, oder? Ja. Attack, ja moin. Muss so. Vierte, ich glaube 110 Attack Base hat er ja auch, ne? Sub da rein. Ja. Der ist geil, der Junge. Der ist sehr geil. Wie viel macht ein Foul Play gegen 3. Gegen Hakamo? 7 bis 8%. Und wenn der, sagen wir mal, der ist voll Attack, nicht Timid, machen wir mal hier das. Und hat Play Rough. Der Play Rough macht 43 bis 51%. Wir können auch in Hakamo gehen. Und Drain Punchen. Och, Alter, was ist jetzt los? Gleich wieder. Ich hab jetzt auch mal Team Punch gedrückt, ne? Ich will das jetzt. Oh, soll ich mal canceln kurz? Ja, lass es erstmal. Okay. Uff, 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 uff. Uff. RIP. RIP Alola Persian. Gut. Jo, sind wir haben das, wir haben das mit Thunder Punch gepaart. Wir können es öfters mal weggehen. Hä? Das war alles geplant. Na dann. Nochmal, oder? Ja, haben wir nochmal T-Punchen. Der wird wahrscheinlich trotzdem noch schneller sein als wir. Ja, möglich. Ja, kann sein, dass er Full Power kriegen würde. Wäre absolut. Aber wen haben wir auf Rest und nutzt einfach auch, dass sie geparat ist? Ja, das ist wieder. Aber wenn die Dickwurf des Jahrtausends machen. Nee, die gehen auf Team Punch. Go. Ah, der ist jetzt langsamer als unser. Ach, das gefällt mir. Unser Katrin Malm. Unser Panzerpier. Jo. Jetzt müssen wir noch Groink weg. Ein Glacier ist alles langsamer als Kamalm. Easy. Kommt drauf an, auf was der gespeedcreept hat, aber. Ja, das ist aber die Sache bei Glacier, ne? Na, der wird ziemlich Fullspeed sein. Also bei, naja, bei Glacier weiß ich nicht. Wir haben, na, der ist Fullspeed F, ne? Der wird. Na, Kroik wird auf Kamalm gespeedet sein. Der kein Speed haben. Hm, und Persian halt auf Fletiamo wahrscheinlich. Ja. Fletiamo ja irgendwie die weirde Speedbase mit, was hat der, 114? Ja, und Persian hat dann die 115. 15. Uff, der ist Fullspeed, kein Compare. Weil der ist halt wahrscheinlich 248 EVs in Speed dann. Der ist nicht Fullspeed. Dem 4-4. Dann kann er ja auch möglicherweise keinen Attack haben. Also, na gut, er wird physisch sein wahrscheinlich.
Der wird gar keinen speziellen Angriff haben. Dann sind wir ja wenigstens noch durchgekommen, ne? Ja. So, jetzt soll ich am besten in Porenta gehen, dass wir mal kurz resten können. Können wir doch nicht. Hä? Doch, das? Resten können wir schon. Nur wir wachen dann nicht direkt auf. Nee, der wird uns doch killen. Hä, nee, der ist in Porenta, dann ist so, okay, Leute, der drückt nicht mal Rest Easy. Ja, von mir aus kann er gerne in Jadigon gehen. Kannst du dich überrumpeln? Das ist gar Porenta? Ja, keins. Fuck. Kann auch eine Flugattacke theoretisch. Brave Build. Brave Build. Farfetched. Der ist richtig farfetched unterwegs, Alter. Warte mal. Farfetched Galarre. Ui, Level 5, ja moin. Bravebird macht 44%. Mit der Jolly ist. Auf Medirass oder was? Ja. Warum soll man 50 Speed Jolly spielen? Na, der ist hier Jolly eingegeben, keine Ahnung. Vielleicht wird er schneller sein als Max Speed Red Eyes. Das weiß ich. Sehe ich. Siehst du, dann spielt er Spiel noch Agility, damit er auch nach dem Rock Polish von Red Eyes schneller ist. Genauso wird der ganze Gameplay abgelaufen sein. Wir müssen halt einfach nur safe Hakam irgendwie unser Dreadnought reinbekommen. Ja. Wir können es gewinnen. Der kriegt immer einen Kill jetzt. Ja. Was Moment. Nicht Grumpig ist. Zapdan hat wieder ein bisschen aufgeholt übrigens in der Killrangliste, ne? Der ist auf Platz 4, wenn man auch die anderen Kills noch nicht einberechnet. Ja. Wollen wir in Red Eyes gehen? Oder wollen wir in Eldegoss gehen? Wait. Wir auch einfach knockoffen. Nein. Doch. Nee, ich will auf Grumpig gehen. Wobei, nee, Grumpig? Wait. Ah, nee, wait. Nee, ich will ihn seeden. Wieder. Damit wir wieder ein Damage drauf bekommt. Okay. Ja. Sehe ich. Easy abgefangen. So, jetzt einfach seeden. Jo. Wer wäre jetzt schon zum vierten Mal Seeds in dem in dem einen Kampf benutzen? Also wenn ich Seeds mit dem normalerweise in einem Draft-Liga habe, ich benutze es vielleicht einmal. Tja, kommt drauf an, was für ein Mon du bist, ne? Ja. Also wenn du Eldegoss bist, was einfach von Seeds lebt, dann. Der lebt von Regenerator. Und von Leaf Zombie Jetpack. Oder Karuran. Ja, okay. Ja, mit Karuran war ich eh immer scheiße. Ich bin einfach so dumm, um das Ding zu benutzen. Mit Karuran habe ich, glaube ich, immer Leaf Seed gespielt. Immer Leaf Seed gedrückt. Ich Ekelhaft. Halt, glaube einmal Leaf Seed auf meinem Mega-Bisa-Floor in der PBL dabei. Aber da einmal, oder? Ja, einmal. Ich hatte sogar Blattgeisel, glaube ich, öfter dabei. Mega Vino ist ja mega geil jetzt, ne? Ja. Das ist absolut insane. No! Was wir für die jetzt müssen? Hex! How could this happen to us? Einfach Red Eyes und. Ja. Dastehen. Blasten. Einfach mal richtig schön abspritzen. Ja. So, die Polin-Petra. Die Polen-Petra, neue XD. Ich hab hier noch Nachos von gestern stehen, mit Salsa. Eigentlich will ich den auch sieden. Ja, ich auch, aber ich will ja kein Eis mit drin bleiben.
kommen halt Dings wieder, ne? Ist eine gute Idee gekommen. Ich hab zwar keine Nachos mehr übrig von gestern, ich hab noch Salz übrig. Ich tue jetzt auch meine Sour Cream Chips rein. Oh je. Lieber. GG. Also, was machen wir? Ich wollte den Wedge-Ice gehen, hab ich auch schon angeklickt. Achso. Don't know how you this see. Boah, ich hab absolut keinen Bock, dass der Dings hat. Dass der AIDS. Wish hat. Ah. Ich hab wirklich. Das ist. Wär so AIDS. Ich glaub dann, wenn der Wish hat von. Dann einfach auf Faten. Oh, Bittenpass. Batonpass. Okay. Ich dachte schon, das ist Wish, weil diese weiche Kugel nach oben ging. Und ich dachte schon, no. Please, no. Ich rechne jetzt einfach mal mit Porenta, glaube ich. Ich auch. Ich glaube, das ist ein ziemlich risky Pick, oder? So ein Kampf-Pokémon switcht man normalerweise nicht in Eismon rein. Nee, macht man nicht. Macht man normalerweise nicht. Tut man nicht. Vor allem, wenn dein Gegner so ein Eisberg ist. Fight like a brave bird. Ich glaube, in Close Combat tanken wir, oder? Glaube ich nicht. Halt auch easy. So ein Bandit Close Combat, den steht Regis ab ein wie nix. Tun wir. Klar, Mann. Easy. Komplett. Close Combat? Naja gut, wir haben ja noch unsere Chopperberry. Du weißt nicht, wie ich einfach nur den Sarkasmus des Jahres raus so. Wir haben trotzdem eine Chopperberry. Stimmt. Wollte ich mal mit dem Ice Beam? 50 bis 60. Hast du schon gekalkt, wenn der Evolid ist. Also. Wenn der Choice Band ist, kann der uns, glaube ich, sogar killen. Oh, ich dachte kurz, hey, warum steht da irgendwas von 7000%? Ist mir aufgefallen, dass Yoda ist. 64 bis 76. Also. Oder sind wir in Hakamo? Oder wir werfen Electros ab. Nee, ich glaube, der wird jetzt SD. Oder? Ich mach einen Brave. Stell dir mal vor, der ist nicht Evolid, drückt jetzt CC. Ist minus 1 BDF. Warte. Ja, Ice Beam killt den dann. Cool. Sollen wir? Ja, komm. Knock off. Easy getankt. Peng. Eieieieieieiei. Uff! Ich glaube, das ist Evolid, oder? Baby! Ja, Knockoff hat wahrscheinlich eine Media ausgewählt. Wait, 25% Knockoff. Nee, der ist nicht banned. Der ist auch nicht live off. Der ist einfach kein Item. Das ist aber kein Damage Boosten. Ich sehe E-Belt. E-Belt sehe ich. Lass einen Hakamo gehen. Wir können den nochmal hochresten. Ja, irgendwie vielleicht. Gegen Glacian. Ja, das ist schon gegen Glacian, wenn wir den vielleicht irgendwann mal safe reinbekommen, mal Electros was abgeworfen haben. Ja. Und der killt ja auch das Stradigon. Grumpig macht uns nicht so viel. Also, der ist halt doof, aber. Ja. Der hat noch keine Psycho-Attacke gedrückt mit Grumpig, fällt mir gerade auf. War jetzt einfach keine. Shadow Ball, Energy Ball und dann einfach random Pfund. Oh. Ah, dieser Ruf und so. Protecten? Falls sie jetzt einfach Betten passen? Ja, dann kommt Grumpig rein. Dann wissen wir auch Dragon Tailen. Nee, den will ich Drain Punch. Ich will jetzt eigentlich Drain Punch drücken, oder? Ach, du auch? ich bin so voll auf Drain Punch einfach zu drücken, ne? Falls sie jetzt irgendwie Wish oder so. Wie heißt. Glacian. Nicht Choice Packs und nicht Modest. Ja. Kein Investment. So gefühlt nicht. Machen wir das hier. Ist egal. Egal. Glacian Freeze. Ups. Gegen. Hakamo. Freeze. Ice Beam macht 63 bis 74 und Range Punch recovered uns 18-22. Sommer? Wir kriegen jetzt halt auf dem Regice wieder hoch, ne?
Und wenn der in Pro Händler geht, gehen wir einfach wieder in Hakamo. Jo. Können wir eben, das ist es halt. Ja. Also gehen wir jetzt in Red-Eyes oder gehen wir jetzt bleiben? Ja. Gehen wir auf Train Punch. Ja. Okay. Wir gehen Red-Eyes. Oh, wir protecten jetzt einmal kurz. Irgendwie sehe ich ihn halt gerade. Wenn der halt dingst. Wenn der jetzt Betten Pass drückt. Dann geht er in was? Grumpig. Und dann holen wir Dragon Tail. Okay. Ist na dann lass protecten, ja. Wish. Okay. Huch und so. Wir gehen jetzt auf Dragon Tail, weil der Dragon Tail nur den Wish aussetzt. Soweit ich weiß. Naja, aber was? Jetzt kriegt er auch, kann er auch das Weezing wieder voll kriegen. Aber nicht, wenn wir Dragon. Aber doch, wenn wir Dragon. Scheiße. Scheiße, ja. Stimmt. Und wenn der jetzt angreift und wir Dragon Tailen den raus, kriegt er trotzdem. Nein, dann kommt der Wish nicht. Doch. Auf was sagen wir Dragon Tail, jetzt kommt der Wish, soweit ich weiß nicht. Na gut, dann Dragon Tail. Besser als jetzt Grumpig wieder voll zu kriegen, den Weg. Ja. Bitte gegen Grumpig, bitte gegen Grumpig, bitte, bitte Grumpig, bitte Grumpig. Und nicht Weezing. Wir sollen einfach Raw spielen auf dem Ding. Ja. Ja, vor. Er geht in Dradigon, wir killen den einfach. Das ist komplett brainless einfach. Ich war vorher jetzt auf den Drain Punch gegangen, ne? Na, das hätte ja das Grumpig nicht gekillt, oder? Ich meine jetzt nicht mehr in der Runde davor jetzt. Weil er gewischt hat. Hm. Okay, ja, Weezing kommt. Ja, und jetzt? Wait, Weezing und Resten sehe ich gerade. Die werden wahrscheinlich schneller sein, weil der hat ja auch nur 50 Speedbase, Fake. Nee, der hat 60. Der hat 60. So, aber wir sind halt auch schneller als der. Ja, so eine Regice und Resten. Strange Steam macht gegen Regice. Nicht viel, der hat 436 Spätstef. Ja. Ja, mach mal, oder? Ah, das habe ich schon. Na gut, haben wir schon gemacht, du. Aua. Okay, ja, wir sind schneller, wahrscheinlich, oder? Bitte lass uns schneller sein. Rest, go! Lass uns schneller sein, bitte. Rest, bitte jetzt, einfach schneller, bitte. Eduardo. Wenn der kein Speed hat, sind wir schneller. Ja. Wie viel Speed musst du haben, damit wir langsamer sind? Ich glaube 24 oder so. Okay, das werden die nicht reinhauen. Nee, warte mal, wir sind langsamer als der. Ernsthaft? Nee, wir sind nicht schneller. Hättest du nicht sagen können, bevor wir in den reingegangen sind? Habe ich gerade eben erst gemerkt, Lul. Also wir sind safe langsamer. Ja. Toll. Aber, na, dann kriegen wir ihn trotzdem nicht mehr hoch. Ja, höchstens gegen Glacian oder Dradigon. Also will ich safe langsamer. Wollen wir Electros abwerfen und in Kamalm gehen? Was, wie kriegen wir Dinger hoch? Wie sollen wir jetzt Regis hochbekommen? Gegen Glacian oder gegen Dradigon? Du musst aber was abwerfen, damit wir mit dem reinkommen können, ne? Ne, wir können ja jetzt Electros. Ja, keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht. Same. Mann. Also, ihr etwas abwerfen jetzt. Aber wir können auch den, ich weiß nicht,
Der wäre jetzt noch sau wichtig, ne? Eigentlich. Ja, schon. Aber ich frage mich, ob wir ihn hochkriegen. Ja, okay, Electros. So. Sollen wir denn jetzt Dreadnought? Dreadnought einmal reinsubben, oder? Mal gucken, was er macht. Eben. So, Sache ist... Wait. Mal kurz schauen. Okay, auf +2 machen wir halt trotzdem... Oh, ich habe ja noch die Protective Plates gerade drauf. So. 74,8 Minimum. Es dienen wir jetzt oder drücken wir einfach Stonage? Oder drücken wir Sub? Ich würde erstmal Sub drücken, oder? Können wir machen. Ich hoffe, der hat einfach Willow. Ja, einfach Willow jetzt. Bitte. Wir müssen jetzt so ein bisschen auf Risk spielen. Keine Ahnung. Ja, wir sind ja gerade in Behind, heißt, wir müssen eigentlich gerade irgendwie gucken, dass wir noch rankommen. Ja. Müssen wir, dass wir durch ein Missplay halt recht früh unseren besten Weezing-Konter verloren haben. Ja, stimmt. Wir hätten es nicht abwerfen sollen. Wir hätten von Eldekos gehen. Nee. Lieb. Rip, rip. Und Willow, bitte. T-Bolt, okay. Ja. Alter, warte mal. Flamethrower, T-Bolt? Double Step? Sag mal so, wenn der Full Fist-Step ist, dann leben wir einen. Aber wenn wir auf +2 machen, wäre trotzdem nur knapp 74% auf das Ding. Ich weiß nicht, Eldegoss kann das halt uns immer noch gewinnen, ne? Ja klar. Wollen wir einfach Stone Edgen? No. Aber wir gehen jetzt auf Liquidation. Denken einfach die Death von dem. Wir gehen auf Stone Edge. Und fünffach critten ihn dann mit einfach. Ist mir klar. Ding ist halt nicht mal sicher, ob der Fist Death ist. Ne? Ja. Kann halt auch einfach offensiv sein. Ja, also einfach mal Stone Edgen. Go. Ja. Ja, guck mal, die haben schon Flamethrower und Thunderbolt gezeigt. Ja. Weil das heißt auch Sachen, die ich auf meinen Fist-Steps machen, was gespielt habe, so ist nicht. Aber dann hätten die ja theoretisch noch Double Step wahrscheinlich dann noch. Ja. Kann halt und hätten die einfach 4 Attacks. Wenn der Full Special, wenn der Full Special ist, hatte doch haben die jetzt halt eine Roll, um uns zu killen, ne? Mhm. Aber dafür können, aber dafür haben wir, killen wir mit 2 Edges safe. Wow, na gut, der Crit ist jetzt egal. Ist getankt. Ja, nochmal Stone Edge, oder? Ist eigentlich egal, wir müssen. Ja. Hoffen, dass, keine Ahnung, dass wir critten, was weiß ich. Also, wir müssen sowieso in Eldegoss danach gehen. Jo, also einfach nochmal edgen, ne? Ja. Jetzt Crit, go. Crit kann killen, ne? Crit kann killen. Ja, Crit kann killen. Aber zurückcritten, easy. Wenn wir den critten und den killen, dann schreibe ich, habt ihr das auch einkalkuliert? wenn jetzt mich der Crit Return kommen würde, ne? Mhm. Nevermind. uff. War legit wahrscheinlicher, ne?
nicht. Ja, das stimmt allerdings. Also, Eldegoss gehen und Seeden. Ja, Eldegoss und Seeden. Also, jetzt geht Eldegoss aber noch durch am Ende. Ja, kurz ein bisschen mit Rapid Spin Speed boosten, easy. Ja, da brauchen wir aber ganz schön viel Speed boosten. Paar juckt nicht. Die haben einfach auf 2 Mons Protect, wir outstorn den mit Protect. Dieser Shit-Talk, ne? Ich mag's, Menschen zu Shit-Talken. Auch wenn sie noch Bock drauf haben. Ich mag's am liebsten, mich selbst zu Shit-Talken. Ah. Du alter Selbst-Shit-Talker, du. Ah, Junge, es wäre so geil gewesen, wenn wir einfach dieses Mobile behalten. RIP. Hätten wir einfach dieses mit dir, hätten wir gerade dieses Smogmann weggekrittet. Das wäre geil gewesen. Ja, das wäre auch ein gutes Gefühl. Voll mit Ansage. Ja. Ja, Alter. Ah. Die haben kein Flint, die haben kein Dings. Kein Sludge. Kein Schutzgebomb. Let's seed. Ja, jetzt vielleicht mal. Let's seed again. Let's seed again. Du, ich möchte dich heute seeden. Möchte dir in die Augen sehen. Genau. So wie es damals begann. Ich weiß nicht, wenn theoretisch, wenn Glacian keinen Angriff haben, können wir den theoretisch APs tun. Ah ne, warte mal, der kann sich ja boosten mit Graphics. Oh, scheiße. Mal so, wenn wir es jetzt doch irgendwie hinbekommen, Dradigan wegzubekommen und uns dann gegen Glacian mit Regice hochresten, haben wir es eigentlich gewonnen. Weiß ich nicht. Doch, weil Regice dann gegen alle gewinnt. Aber Sache ist halt die, dafür die müssen... Die können dann einfach wischen. So, okay, wir... Jetzt, Regice. Go. Okay. In Tiefstoffen, dass jetzt kein Bettenpass kommt. Nee, die jetzt kommt Wish. Die haben halt auch jetzt gerade eben erkannt, dass dieses verfickte Eldegoss ein ziemliches Problem ist, wenn die das ja. Wenn die mit Grumpig nicht drauf kommen meinten. Nein! Kommt zuerst Toxic oder zuerst Lies? Easy. Warte mal. Alter, ich habe die Lies so weit vergessen, Holy. wait, der ist schneller als wir, ne? Nein. RIP. Ja, das ist jetzt doof. Na, dann lass wieder Hakamo und Drain punchen, oder? Ja, der geht in Weezing, wir können dem nichts tun. Na, okay, schon auch wieder. Lass ihn austauschen. Können wir nicht wahrscheinlich. Alter. Das ist so eklig jetzt. Das
Ich habe Giga Drain gedrückt. Same. Übrigens, wann kämpfen wir jetzt schon wieder? Was? Weil wir haben den Kampf in Discord reingeschickt. Das war um 20:31 Uhr. Aufnahme dauert jetzt übrigens auch schon wieder 1:10 Stunden. Alter, was eine Kacke. Okay, Das wow. haben wir beide geschrieben. Wie Dex Para, Alter. Alter, kann er nicht machen. Wow. Alter. 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 Warum können wir Weezing nicht toxen? Weil wir keine Corrosion haben. Leben wir. Klar, Ja, leben den wir. Kill kriegt man, den Kill Wollen kriegt man wir waren wahrscheinlich schneller? trotzdem. Wir waren schneller? Ja, ne, der ist Full Speed F. Sind auch wieder. Den Kill kriegen wir wahrscheinlich trotzdem nicht. Können wir mal protecten? Jo. Dann gönnen die uns den Kill nicht. Ich hab jetzt. Das ist Smogmog rein. Na, ich denke mal, die gönnen den uns sowieso nicht. Warum sollten sie auch, wenn sie auf 5-0 spielen können, würde ich glaube ich auch machen. Also mal so, es wäre mir die Raste da kill, ne? Der damit dann mehr als Fichamo, was irgendwie ein bisschen sad ist. Easy. Jo, mir ist dort den Punch kill. Eberhard, go! Was für Doofköpfe. Ich drücke jetzt die ganze Zeit verdeckt, klickt euch. Jo. Wir sollen jetzt so komplett müsste mal, diese Mister Attacke, ja, die gute. Diese Nähe-Attacke, die storm jetzt so komplett aus. Ah, wait, haben wir nur. Wait. Die lange hat es jetzt dauern. Haben die keinen Fehlmove? Einfach Drain Pout. Einfach Drain Punchen, go. Warum hast du kein Iron Head auf das Set draufgepackt? Junge, da war kein Platz. Warum haben wir jetzt Toxic gebraucht? Iron Head, Weiß Mann! nicht. Alles deine Schuld, Mann. Verstehe ich. Die Wir machen den 3%. 3%. Ja, aber dann kommt der Backslash. Der macht uns 8%. Weil jetzt auch random rein protecten. Fuck. Nee, warte mal. Warte, ich schreibe. Lass mal. Ich habe keine Lust jetzt auf das. Drück mal nichts. Ah, nicht? Oh, fuck. Double Protect. Ich habe keine Lust auf jetzt auf den Store jetzt. Wir wollen den Kill auf Smogmog haben.
Ist aber auch stur. Hey, wir gewinnen das noch. Easy. Jetzt Turbo Protect, go. Was hast du Protect gedrückt? Ja, klar. Warum? Ich hab Toxic gedrückt. Ich komm durch. Lass deine maxen. Was soll man? Ja. Nee. Easy. Double Protect. Triple Protect. Triple Protect, fuck. Jetzt aber Triple Protect mit unseren letzten 4 AP. So, Double. Fuck. Nein. Okay, Protect. Double. Oh fuck, wir haben noch 1 AP. Scheiße. Aber nochmal den Double Protect. Easy. Ja, ich. Jetzt nochmal. Hoffentlich. Jetzt. Oh Mann. Schade. Ja, stimmt, wir können gar keinen Struggle einsetzen. Ah, jetzt legt man noch einen. Fuck. Nee, doch nicht. Ah, fuck it. Warum genau sind wir jetzt dafür eigentlich 1 Stunde 16 hier rangehockt? Weiß ich nicht. Wie kann ein Match, das 5-0 ausgeht, 1 Stunde 16 dauern? War halt nicht so eindeutig, wie es halt dargestellt ist, ne? Aber naja, gut, wir haben halt wieder den Spieltag 1 Move gepullt. Ja klar. Früher eins der wichtigsten Mons gedroppt und dadurch dann den los. Ah, Leute. Vielleicht gewinnen wir nächste Woche wieder. Und das war's dann. Ja, wäre ja langweilig, wenn wir positiv gehen. Ja, eben. Wäre absolut langweilig. Auf jeden Fall, dann nächste Woche sind wir wieder zu zweit da. Zwischendurch kommt wahrscheinlich noch PMD, kommt noch vielleicht noch bei mir wieder Platin. Mal gucken. Diverse andere Sachen können vielleicht im Netz auch noch kommen. Aber auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da und ciao.